Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ugh. Also ganz ehrlich, ich habe echt keine Ahnung, aus welchem Kanal dieses Ding hier rausgekommen ist. Das ist übrigens nicht irgendeine mal runtergefallene Lieferando-Bestellung oder das, wo Jim Carrey das Herz von irgendeinem Sushi-Koch drinnen verpackt hat. Nein, dieses Doggy-Bag-Bio-Mist-Sackel ist tatsächlich etwas, das Amazon.com verwendet, um Steelbooks international zu verschicken. Fast eineinhalb Kilo an Steelbooks, die hier ganz einfach locker flockig herumfliegen. Das Ganze ist hier sogar schon aufgerissen, sodass man mehr oder weniger gleich einmal direkt in dieses Paket hineinblicken kann. Ich muss ganz ehrlich das einmal nur ganz schnell herzeigen. So werden Steelbooks verschickt aus Amerika. Yikes. Okay. Es wird... Ich bin jetzt echt gespannt, weil bei den letzten Bestellungen, die ich da ja von Amazon.com bekommen habe, da habe ich eine größere Bestellung gemacht, war ja eigentlich so ziemlich alles hin, der größte Teil. Zwar nur mit ganz kleinen Dellen, wo man halt sagen kann, ja, das ist gerade noch irgendwie im Rahmen des Akzeptablen, aber das eine Battle Beyond the Stars, das muss ich auf jeden Fall umtauschen. Aber ich habe damit gewartet, bis ich jetzt eben die vollständige Lieferung habe, damit ich das mehr oder weniger gleich auf einmal machen kann. Aber... ich bin gespannt. Wir nehmen uns da einfach das Klumpert raus und schauen, was damit los ist. Ich werde dieses Mal auf jeden Fall etwas genauer schauen, als damals, wie ich eben das erste, die erste Lieferung bekommen habe. Da sind mir tatsächlich die Schäden und so weiter an diesen Steelbooks tatsächlich gar nicht aufgefallen. Und normalerweise bin ich schon einer, der nicht bei der kleinsten Kleinigkeit irgendetwas reklamiert und umtauschen möchte. Aber das hier ist, finde ich, eine Frechheit für Steelbooks international. Ein Papiersackerl. Ganz ehrlich, Amazon, haben's euch einbrochen. Das kann verdammt nochmal nicht wahr sein. Ja, bei The Fog ist, wenn man genau hinschaut, hier beim Bein natürlich auch wieder eine Delle zu erkennen. Aber auch wieder eine von den kleineren und dezenten, wo ich mich möglicherweise sogar damit zufrieden geben würde, wenn sie mir dafür einen anständigen Rabatt auf die Bestellung schreiben. Weil wie gesagt, es bringt eh nichts, was nachzubestellen. Es kommt ja eh wieder alles hin. Außerdem... und da wollte ich tatsächlich auch zuschlagen, obwohl es ein wirklich ganz neuer Release war, der auch einer der teuersten in der ganzen Bestellung ist, der auch, wenn ich hier schaue, keinen deutschen Ton bietet, was natürlich sehr schade ist. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann bzw. auf welchem Medium ich Air Force One das letzte Mal überhaupt gesehen habe. Ich bin mir, würde mich sogar gar nicht wundern, wenn es sich dabei noch um eine DVD gehandelt hat. Auch hier ganz, ganz kleine Dellchen. Ach nein, ich meine, ganz ehrlich, das ist doch alles erwartbar. Das ist doch alles verdammt nochmal erwartbar, dass hier die ganzen kleinen Dellen drauf sind. Und das ist halt schade, weil wie gesagt, wir sprechen von einem 4K-Steelbook, das, wenn man sich das schicken lässt, an die gemütlichen 30 Euro kostet. Und das sehe ich nicht ein. Ich glaube, ich werde es einfach wirklich so weit treiben, dass ich sage, ich tausche da alles um. Das geht mir echt auf die Nerven. Das ist grob fahrlässig, irgendwas so zu verschicken. Das ist jetzt echt wirklich was, mit jedem einzelnen Ding, das ich da rausnehme, und das sollte ja quasi nicht der Effekt sein, der passiert, wenn man irgendwas bestellt oder geliefert kriegt. Mit jedem einzelnen Drum, das ich mir da anschaue, wäre ich eigentlich grantiger. Nämlich vor allem auch grantig darauf, dass ich so blöd war und das überhaupt alles bestellt habe. Wobei, jetzt könnte ich hier... mein Gott, da ist ein kleiner Kratzer, der kommt von der Produktion. Ah, nein. Eine marginale Delle ist natürlich auch bei Paranorman hinten drauf. Eklo, es hätte mich auch gewundert, wenn dem nicht so wäre. Dann, jetzt bin ich gespannt, eines der massiveren Teile musste ich natürlich auch haben, nachdem ich mir die ersten... 6 Steelbooks bereits gegönnt hat, die stehen ja auch da relativ, habe ich das eigentlich nah vor die Kamera gehalten, weil es wäre eigentlich eines der wirklich schönsten Steelbooks, die es im letzten Jahr gegeben hat, eh auch wieder eines von diesen Leica Steelbooks, aber
Das ist natürlich schade. Es gibt ja mittlerweile so viele Ultraman-VÖs in Amerika von Mill Creek. Ich habe jetzt bei weitem nicht mehr alle, weil das ist ja wirklich wie wenn ich das gewusst hätte, wie ich damit angefangen habe. Das ist ja wirklich ein Serienuniversum, ähnlich wie Doctor Who, das ja da auch Jahrzehnte mehr oder weniger umfasst. Hunderttausende verschiedene Serien und sonstige Sachen. Aber es ist natürlich schon etwas, das so ein kleines bisschen im Power Rangers-Stil ist und im klassischen Godzilla-Dingsbum-Stil ist, was natürlich irgendwie genau meins ist. Und jetzt habe ich zwar eh auch ein paar Standard-Kit-Cases im Schuber mittlerweile schon, aber es gibt ja jetzt einzelne Ultraman-Serien dann in Amerika sogar überhaupt nur als DVD. Da habe ich noch bei keiner einzigen zugeschlagen, aber da jetzt hier... bei den Steelbooks von den einzelnen Serien habe ich auf jeden Fall zugeschlagen. Dann, das war ebenfalls ein 4K-Upgrade, das mir persönlich relativ wichtig ist, weil Army of Darkness ist ja nicht nur ein wirklich absolut genialer Film, den ich wirklich liebe. Ich glaube, er war es nicht sogar der erste Tanz der Teufel-Film, den ich jemals gesehen habe. Nein, ich glaube, ich hatte tatsächlich die alte Best Entertainment. Ah ja, natürlich. Und da ist auch schon wieder die Delle. Die obligatorische. Das gibt's ja nicht wirklich. Ach Gott. Und das ist auch interessant, weil hier quasi schon der Amazon Warehouse-Sticker draufklebt. Das heißt, das verheißt normalerweise jetzt auch nicht wirklich was Gutes. Eigentlich auch. Also das ist tatsächlich, glaube ich, das, also wenn ich jetzt nichts übersehen habe, ist das, glaube ich, sogar das, was von der ganzen Bestellung irgendwie am heilsten angekommen ist. Es ist aber trotzdem ein absoluter Wahnsinn. Ganz ehrlich, Amazon, was zum Teufel soll dieser Mist? Da kann man die Sachen in Wirklichkeit gleich weghauen. Da kann ich nicht einmal irgendeinem Postler oder DPD-Fahrer auch nur ansatzweise einen Vorwurf machen, weil das es eigentlich keine Chance gibt, dass dieses Sackerl heil über den großen Atlantik schwimmt. Das ist, denke ich, absolut, absolut logisch. Ich muss mir eher anschauen. Nein, es kam tatsächlich vom Fulfillment Center aus den United States. So, warum? Verstehe es nicht. Das pisst mich sowas von an, weil das ist eine Ressourcenverschwendung, das ist eine Geldvernichtungsmaschine, nur, weiß ich nicht, weil das kann ich mir nicht einreden, dass sich das für den internationalen Versand von wahrscheinlich relativ empfindlichen Waren wie Steelbooks jetzt wirklich so für Amazon rentiert, weil so bei der Quote, die Sachen bei mir haben. Das kann ja bei anderen Leuten nicht anders sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wenig Leute gibt, die das reklamieren, wenn sie quasi Steelbooks in einem Mistsackel zugeschickt bekommen. Ah, dafür ist hier ein Kratzer drauf. Das ist auch sehr schön. Ja, wundervoll. Nein, Amazon, da bin ich wirklich, wirklich angepisst auf euch.